herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Ja, wir sind in der Woche vom 22. bis 28. Juni 2020. Und wir verwenden folgende Karten von Colette Baron-Reed. Finde deinen wahren Weg. Das sind die Karten für die allgemeinen Energien der Woche, die du für dich nutzbar machen kannst. Wir haben die Tageskarten, die natürlich wieder variabel sind, mit dem normalen Rider-Waite-Tarot. Wir haben die Tarot Familia von Lisa Parker für die Klärung zu den einzelnen Energien und Tageskarten. Und wir haben als Orakelkarte auch von Colette Baron-Reed die Weisheitskarten der Seele. So ein bisschen als Orientierungshilfe. Neuerungen gibt's. Ich habe einen neuen Shop auf meiner Webseite. Wenn ihr www.ella-tarosko.de anwählt, könnt ihr da die Kartendecks, wenn ihr wollt, bestellen. Ihr könnt aber auch persönliche Legungen buchen über den Shop. Ihr könnt das natürlich auch über die Preisliste machen, wie ihr wollt. Am einfachsten ist es halt über den Shop. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann geht das alles sehr automatisch und schnell, wenn es eilig ist und wenn ihr es eilig habt. Das nur mal so zwischendurch. Ich versuche ja immer, das so möglichst einfach für euch alle zu machen, damit ihr dann auch schnell zu euren Legungen oder zu euren Informationen kommt. So, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bei deinem Sternzeichen viel Freude für die Woche. Ich hoffe, es geht alles gut, es wird alles schön und wir sehen uns. Bis gleich. Herzliches Willkommen, lieber Schütze, zur Taroskoplegung mit Ella für die Woche 22. bis 28. Juni 2020. Wir sind wieder bei der allgemeinen Legung. Denk dran, das kann und wird nicht immer passen. Du ziehst dir bitte dann das raus, was für dich in deiner Situation hilfreich ist, was für dich passt, was dich auf Ideen bringt. Ja? Und wir wollen als erstes schauen, was denn von der Außenwelt kommt. Was hast du denn von deinen Mitmenschen in dieser Woche zu erwarten? Welche Energien kommen dir entgegen? Was, ja, das müssen nicht nur Familienmitglieder und Freunde sein, das können selbstverständlich auch ganz fremde Menschen sein. Was kommt da auf dich zu? Die drei der Kelche. Geselligkeit kommt auf dich zu. Das ist doch schön. Die Leute gehen vielleicht auf dich zu, wollen mit dir zusammen sein, finden dich nett oder fangen ein Gespräch an. Es muss ja nichts Bedeutendes sein. Es ist einfach Geselligkeit kommt auf dich zu. Das ist doch schön. Schauen wir, wie du dich selber siehst in dieser Woche. Was du dir wünschst. Was du erhoffst oder befürchtest. Was gut ist für dich. Was nicht so gut ist und natürlich, wie die Woche ausgeht. So, ich check noch mal eben, wie das passt. Ja, das ist gut. Kommen wir zu den Wochentagen. Die Wochentage, wie immer, in der allgemeinen Legung variabel, das heißt austauschbar im Sinne von Zeitraum. Wenn das bei dir am Mittwoch vorkommt und ich das für den Montag gelegt habe, ist das trotzdem gültig, weil es dir weiterhilft. Ja, darum geht's. Und wir wollen natürlich wissen, mein lieber Schütze, welche Energie bringst du mit in diese Woche? Was bringst du deinen Mitmenschen entgegen? Sie sind gesellig. Und du? Du wirfst Bürden ab. Auch Feuerenergie, Ballast abwerfen. Du räumst auf, du mistest aus. Du trennst dich von allem, was nicht nied- und nagelfest ist, um ballastlos zu werden. Dinge, die unnütz sind, die rumstehen, die keinen Sinn erfüllen für dich, kannst du ausrangieren. Und so verhält es sich natürlich nicht nur mit Möbeln. Also alles, was überflüssig ist, weg damit. Sehr schön. Vielleicht ja, helfen dir Leute beim Ausmisten und das wird sehr lustig. Wir schauen mal. Montag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. Wie gesagt, das muss jetzt nicht in der Reihenfolge bei dir sein. Wichtig ist nur, dass es dich unterstützt bei dem, was du vorhast, was du tust, es dich auf Ideen bringt. So, und wir sind einmal so schön dabei, dann schauen wir uns mal an, was in der Vorwoche so los war. Wir hatten den König der Schwerter von außen.
heftige Energie im Sinne von Klarheit und Wahrheit. Und bei dir das Ass der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Du hattest die Ferelit als eigene Energie mit den 8 der Stäbe und den 4 der Schwertern. Ruhe, Gelassenheit, Kommunikation, Informationen sammeln und Gespräche. Hoffnung oder Wunsch, Prinzessin der Kelche mit den 3 der Münzen und 2 der Stäbe. Ja, wen hole ich ins Boot, wen nicht? Wem öffne ich mich und wem nicht? Hoffnung und Ängste hat man die Hohepriesterin mit dem Herrscher und den 8 der Münzen. Ja, die Führung übernehmen, die Dinge bearbeiten, vielleicht auch ja, ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ich denke, dass du sehr beschäftigt warst. Ausgang haben wir nicht, sondern wir haben, was gut für dich ist. Die Welt, 6 der Münzen und 3 der Stäbe. Die Begeisterung für ausgewogene Energie, Fairness und einen Neuanfang. Mit dem Ritter der Stäbe ein kurzzeitiger Erfolg. Nicht gut, Prinzessin der Stäbe mit dem Turm und der Hohepriesterin. Ja, da ist auch die Begeisterung nicht lange anhaltend und deswegen uninteressant. Für dich zählen Dinge für einen längerfristigen Zeitraum. Mit der Hohepriesterin weißt du das. 10 der Schwerter ist der Ausgang. Über Schmerzen, über Enttäuschung hinwegkommen, in ruhigere Gewässer schippern mit den 6 der Schwertern und deine Energie leben, Königin der Stäbe. Montag, Hohepriesterin, Stern und Ass der Münzen, Neuanfang, Intuition und Heilung. Wunderbar. Dienstag, Ass der Münzen, ein Angebot, eine Möglichkeit, ein Neubeginn mit dem Mond und den 4 der Münzen. Naja, du bist noch ein bisschen kritisch und vielleicht auch noch ein bisschen sehr sensibel. Mittwoch 2 der Schwerter, Zurückhaltung mit dem König der Schwerter und 2 der Schwerter. Nochmal, du bist vorsichtig, sehr vorsichtig. Auch mit Worten, denke ich, und was du Dingen entgegnest. Wir haben Donnerstag den Turm mit den 5 der Münzen und den 8 der Kelche. Du gehst aus der Isolation raus, neue Wege, aber ich glaube eben trotzdem alleine. Wir haben nämlich dann nochmal die 5 der Münzen mit dem Gehängten und dem Eremiten. Du verschaffst dir einen Überblick und machst deine Dinge alleine. Ja? Dann haben wir den Mond, die Sensitivität, sensible Gefühle auch. Du machst dir unnötige Sorgen und ja, versuchst Dinge zu ja, finden, Informationen zu finden, Erklärungen zu finden. Aber du hast auch gefühlsmäßig, glaube ich, ein klein wenig mit dir gehadert. 7 der Schwerter am Sonntag mit dem Narr und dem Magier, auch im Geheimen. Du planst den Neuanfang im Geheimen. Orakelkarte, treues Herz, Loyalität und Hingabe. Ich glaube, da sind nur ganz, ganz wenige, deren Treue und Hingabe du wirklich vertraust. Krafttier war das Seepferdchen, beobachte und warte ab und alles andere ist nicht deine Sache. Interessant, interessant, sehr kurios, aber sehr interessant. Wir sind ja jetzt mitten in Merkur rückläufig und da passieren auch kuriose Sachen, durchaus, damit musst du rechnen. Wir haben von außen die 3 der Kelche Geselligkeit und bei dir die 10 der Stäbe. Du befreist dich von Dingen. Wir schauen, wie du dich selber siehst in dieser Woche. 4 der Luft. Du überlegst. Du gönnst dir Ruhe. Du willst nichts überstürzen. Du willst das analysieren und überlegt angehen. Sehr schön. Der Wunsch ist das Ass der Kelche, die allumfassende Liebe. Als erstes immer die Eigenliebe. Du möchtest mit dir zufrieden und glücklich sein. Wenn du mit dir zufrieden und glücklich bist, kannst du das auch mit anderen sein. Das ist immer das Erste, wenn man Liebe sucht, muss man Liebe in sich tragen. Und zwar auch die Liebe für sich selbst. Und das ist dein Wunsch. Hoffnung und Ängste. Königin der Münzen ist natürlich die Hoffnung, dass du dich um Stabilität und Sicherheit, um Erfolg darum bemühst, dass du dich kümmerst und dass das eben zu dem gewünschten Erfolg führt. Was ist gut für dich? Gut für dich ist der König der Kelche. Wasserenergie,
Das könnte ein Krebs, ein Skorpion oder Fisch sein. Oder du nimmst diese Energie an, weil du wünschst dir ja auch liebevolle Energie, dass du zuvorkommend bist, entgegenkommend, entsprechend der Situation reagierst. Wir gucken uns das ja sowieso nochmal an. Was ist nicht gut in dieser Woche? Die vier des Feuers. Hausheim und nahe Umgebung. Okay, könnte häuslicher Unfrieden bedeuten oder dass durch irgendwas dein häuslicher Frieden gefährdet ist. Schauen wir mal, wie das ausgeht. 10 der Erde, Stabilität und Sicherheit, der volle Zyklus. Wunderbar. Okay, das könnte natürlich bedeuten, dass du mehr arbeitest als zu Hause bist. Zum Beispiel, Entschuldigung. Am Montag haben wir die 3 der Schwerter. Das gebrochene Herz. Nicht schön. Eine Enttäuschung. Okay. Dienstag, 8 der Schwerter. Natürlich, wenn man enttäuscht wird, wenn Dinge nicht so funktionieren oder wenn man Schmerzen empfindet über etwas, dann kann es natürlich dazu führen, dass man sich im Kreis dreht mit seinen Gedanken. Dann muss man versuchen, so schnell wie möglich da auszusteigen. Mittwoch haben wir die Liebenden. Könnte eine Entscheidung in der Liebe oder gegen eine Liebe sein. Donnerstag haben wir den Wagen, Krebsenergie, die Zügel in der Hand. Ja, ich denke, dass das funktionieren könnte. Freitag die Sonne, positive Energie, Vitalkraft, du fühlst dich körperlich, geistig und seelisch in deiner Mitte. Das ist Frohsinn, Optimismus, aber auch wie gesagt körperliche Energie, dass man sich fit fühlt, die Dinge anzugehen. Sehr schön. Samstag haben wir die 9 Wege mit den 8 der Kelche, vielleicht weg vom bisherigen Zuhause zum Beispiel. Muss nicht sein, ist jetzt nur, was es bedeuten könnte, neue Wege zu gehen, was anderes zu machen. Und da haben wir die 10 der Schwerter, über Schmerz hinwegzukommen. So, was mich stört, sind natürlich die 3 der Schwerter und die 8 der Schwerter. Aber wir schauen mal. Du wirfst Ballast ab und du hast ja die 10 der Schwerter auch in deiner Legung. 4 der Luft, König der Schwerter, und 2 der Kelche. Sich mit jemandem auf Augenhöhe begegnen. Aber wir haben da auch hier die 3 der Schwerter darunter. Vielleicht funktioniert das nicht so, wie du dir das vorstellst. Ja, König der Schwerter könnte dir auf Augenhöhe begegnen. 4 der Luft, die Ruhephase, die Überlegung. Ich denke, dass das eben nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Ass der Kelche, 6 der Schwerter und 5 der Stäbe. Wettbewerb in Bezug auf Zuneigung. Vielleicht Eifersucht, vielleicht, wie Wettbewerb ist ja Eifersucht, obwohl mit den 6 der Schwertern du da entspannt rangehst, die allumfassende Liebe. Vielleicht bist du auch mit dir nicht ganz zufrieden, wenn wir davon ausgehen, dass das Ass der Kelche eben auch die Eigenliebe betrifft. Dann bist du noch nicht ganz zufrieden, dann musst du das eben bearbeiten. Königin der Erde, Zurückhaltung. Und 5 der Münzen. Ja, Finanzen momentan vielleicht etwas, worum du dich nicht kümmerst. Zumindest, du behältst das sicherlich im Auge, aber es ist nicht deine oberste Priorität. Der Rückzug und die Zurückhaltung, was das Kümmern um die Finanzen betrifft. Okay. Das heißt ja nicht, dass du nicht arbeitest, sondern dass du keine Geschäfte tätigst in dem Bereich. König der Kelche, der Neubeginn mit dem Narren, und der Knabe der Münzen. Kleine Schritte auf einen Neuanfang mit liebevoller Energie. Es könnte ja auch ein König der Kelche sein, der mit dir einen Neuanfang oder ein Kennenlernen hat, zum Beispiel. Könnte sein. Was ist denn nicht gut mit den 4 der Stäbe? König der Münzen, Erdenergie, und 7 der Kelche, Verwirrung. Eine Erdenergie sorgt für Verwirrung in deinem Zuhause. Könnten neue Möglichkeiten sein, Angebote, aber ich glaube eher, es ist eine Person,
die Verwirrung stiftet, auf irgendeine Art und Weise. 10 der Erde, 5 der Schwerter und der Teufel. Tja, es geht wahrscheinlich um Geld, wenn ich das so sehe. Streit ums Geld, Missgunst, Neid, ja, du solltest dich darauf nicht großartig, deswegen ziehst du dich hier zurück, weil es hier um Geld geht, weil jemand vielleicht an dein Geld ran möchte. So sieht's aus. Okay, deswegen auch die 3 der Schwerter, 4 der Münzen, der Hierophant. Es ist eine sehr enge, tiefgehende Bindung mit dem Hierophanten und den 4 der Münzen. Denn du lässt nicht los, trotz Schmerz. Könnte familiär bedingt sein. Jemand, der dir sehr nahe steht, aber der vielleicht nur andere Dinge im Kopf hat. 8 der Schwerter, Knabe der Stäbe und die 10 der Schwerter. Du fokussierst dich darauf, diesen Stress endlich von der Backe zu kriegen. Du konzentrierst dich darauf, wirklich die 10 der Schwerter umzusetzen. Eine Entscheidung in der Liebe, Ritter der Schwerter, ziemlich schnell, ein Neubeginn in Leidenschaft. Du lässt etwas hinter dir, was dir schon viel zu oft viel zu viel Schmerzen bereitet hat. Du löst dich ganz. Und wenn es da um Geld geht, du willst damit nichts zu tun haben. Du ziehst dich davon komplett zurück. Was ist der Wagen? Die Sonne, 2-mal und die Herrscherin. Indem du die Zügel in die Hand nimmst, bist du auf der Erfolgsspur und du fühlst dich gut. Das sieht man richtig. Das ist super. Die Stärke und die 10 der Stäbe. Das ist deine Energie nach außen. Deine Stärke ist dein Optimismus. Deine Stärke ist, dass du Dinge umsetzt und nicht nur darüber redest. Und die 10 der Stäbe ist dieser Ballast, dieser Stress, den lässt du los. Und das schafft auch nicht jeder. Ja, es schafft wirklich auch nicht jeder. Viele haben sehr schwer damit zu kämpfen. 8 der Kelche, 2 der Stäbe, Königin der Kelche. Du stehst an einer Weggabelung und die Königin der Kelche ist auch dieses Kümmern um seine Gefühle, um sich, um die Eigenliebe. Deswegen bist du nicht zufrieden, weil das alles nicht so optimal ist. Aber du hast hier einen Neuanfang. Ja? Und du brauchst die Menschen, die dir ständig vor das Schienbein treten, sagen wir es mal so, die brauchst du nicht. Und hier ist die Entscheidung, welche Wege gehe ich? Wo fühle ich mich auch wohl? Wo fühle ich mich aufgehoben? 10 der Schwerter, 8 der Stäbe. Und 6 der Kelche. Ja, die Vergangenheit ist passé, würde ich sagen. Und das kommunizierst du. Du sagst, dass du damit fertig bist. Okay. Okay, schauen wir mal, was die Orakelkarte sagt. Das Feld der Stürme. Okay. Schau mal eben. Auch dies wird vorübergehen, heißt es. Du befindest dich inmitten eines unerquicklichen Durcheinanders. Dinge, die du vernachlässigt hast, können Konflikte bewirken. Aufgestaute Energie muss sich entladen, so wie in der Natur unter bestimmten Bedingungen ein Gewitter losbricht. Solche Phänomene treten auf, wenn die Spannungsenergie zwischen entgegengesetzten Kräften die Dinge aufwühlt und vorübergehend für Unordnung sorgt. Aber nicht alle Stürme sind zerstörerisch. Vielmehr erfüllen sie in der Natur eine nützliche Funktion, indem sie dem Boden Regen bringen und mit dem Wind, der durch die Bäume fährt, die Samen weit umhertragen und so für ein beständiges Gedeihen sorgen. Bedenke einfach, dass jeder Aufruhr in dir oder zwischen dir und einem anderen Menschen dir künftig zugutekommen wird. Die Sonne wird wieder scheinen. Und etwas Neues wird zu wachsen beginnen. Und fürchte dich nicht davor, die Dinge ein wenig aufzumischen.
Nein, du fürchtest dich nicht, die Dinge aufzumischen. Ich glaube, wir haben das mehrfach gehabt, die Enttäuschung, den Schmerz und alles, dass du es einfach satt bist. Ja, du bist es einfach leid. Du bist froh, wenn du es loswerden kannst. Und wir haben, ich habe ja jetzt in dieser Woche auch wegen Merkur rückläufig das Lenormand-Kartendeck rausgeholt. Und hier haben wir Gerede. Böses, negatives Gerede. Und ich glaube, das hatte auch mit in der letzten Woche damit zu tun, dass die Leute sich das Maul zerreißen über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Und dass deshalb auch, ich sag mal, das Geheimhalten oder das nicht nach außen gehen mit irgendwelchen Dingen sehr, sehr wichtig war und ist, auch weiterhin ist. Ja. Wenn ich hier sehe, hier geht es um Finanzen, jemand will an dein Geld, jemand versucht, dich ja zu provozieren oder verlangt etwas von dir. Ich denke, je weniger solche Menschen von dir wissen, umso besser für dich. Ja, und hier kannst du dann wirklich damit abschließen. Du lässt das Ganze hinter dir. Hier hast, bist du jemandem auf Augenhöhe begegnet, der es nicht verdient hat und der es auch nicht wertzuschätzen weiß. Und das ist der Schmerz, den du empfindest. Und da hältst du trotzdem an dieser Beziehung fest oder an dieser Person, aber du bist mit der Sache an sich hier durch. Du kannst ja jemanden lieben, auch wenn du praktisch nichts mehr mit ihm oder ihr zu tun hast. Man kann ja Liebe nicht einfach abstellen. Es ist ja etwas, was in einem ist und das bleibt auch. Und wenn es jemand ist, der dir sehr nahe steht, dann ist das ja klar, dass es weh tut. Aber trotzdem musst du dich nicht hier mit dem Teufel obsessiv irgendwo negativ, ich sag mal, unter Druck setzen lassen. Und das ist etwas, was ich für niemanden als empfehlenswert sehe. Aber hier kümmerst du dich um deine neuen Wege. Und ich denke, dass du das auch verdient hast. Und dass du durch deine Arbeit, durch deine eigene Arbeit, die du dafür an den Tag gelegt hast, auch niemandem irgendetwas davon mitgeben musst, abgeben musst oder wie auch immer. Ja, das Feld der Stürme kann ja ruhig passieren. Sie können auch reden. Aber was zählt, ist das hier. Der Wagen, die Herrscherin, die Sonne. Und hier auch die Sonne, die Kraft. Und die 10 der Stäbe. Du distanzierst dich von allem, was dir nichts mehr nützt oder was dich nicht weiterbringt. Ja. Mein lieber Schütze, wir haben, wie gesagt, immer noch Merkur rückläufig und ich denke, dass das auch noch eine Weile schwierig wird, aber mit Stärke, mit positiver Energie und ja, mit hoffnungsvollen Gedanken wirst du auf jeden Fall auch diese Hürde nehmen, da bin ich mir sicher. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ich würde mich über Kommentare freuen und dann sehen wir uns, wenn du magst, in der nächsten Woche wieder. Vergiss das Däumchen nicht, wenn es dir geholfen hat, ja? Alles Liebe für dich, mach's gut und bis dann.